Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankes Bierwelt hier bei der Brauerei Drei Kronen in Schässle zu Gast. Zeit hat sich der Josef Lindner, der Seba Lindner, da kennt man dich am besten immer, genommen. Schon mal dafür, vielen Dank für die Zeit. Da kommen wir später dazu, was da drin ist. Und jetzt beginnen wir mal gleich am Anfang. Euch gibt es ja schon länger, ab 1837 und 1642 wurde die auch schon mal erwähnt, aber kannst du mal kurz überreißen, wie das mal hier losgegangen ist in Schässlitz? Also seit 1837 ist eigentlich das Datum, wo jetzt meine Familie die Brauerei besitzt. Also ich bin jetzt die sechste Generation seit 1837 und der älteste Nachweis ist von 1642 als brauender Bürger in Schässlitz. Die damaligen Besitzer die haben keine eigene Brauerei gehabt, sondern die haben im Kommunenbrauhaus gebraut, das genau gegenüber gelegen war. Und das ist eigentlich der älteste Nachweis, wo nachgewiesen ist, dass wir eine Brauerei sind, wobei wahrscheinlich die ganze Geschichte noch viel, viel älter ist. Aber im 30-jährigen Krieg eben sehr, sehr viele Unterlagen verloren gegangen sind und unser damaliger Bürgermeister, der das festgestellt hat, der hat dann wahrscheinlich auch nicht weiter zurückverfolgt bzw. zurückverfolgen gekonnt. Na? Und noch ein Wort zu den Drei Kronen, weil wir da schon drüber geplaudert haben. Also die Drei Kronen kommen wahrscheinlich, und nicht bloß wahrscheinlich, da gibt es einen Aufsatz drüber, den hat einer vom Frankenbund geschrieben. Die Drei Kronen sind im Raum Bamberg sehr verbreitet und ja. Die kommen wahrscheinlich von den Schweden aus dem 30-jährigen Krieg. Und um das ganz kurz zu erklären, die Schweden haben das Hochschiff Bamberg besetzt und haben ihre Soldaten, die normalerweise immer im Feld geschlafen haben oder irgendwo im Wald oder sonst irgendwo, dann auf die Ortschaften verteilt, damit sie irgendwo untergekommen sind. Und wo gehen natürlich die Soldaten dann nach, wenn sie nirgends, sonst immer in einem ersten Haus am Platz. Und das waren halt nun mal damals die Brauer. Viel, viel später, also dieser Name Drei Kronen erscheint dann um 1750, dann das erste Mal, oder um 1740, 50 rum, das erste Mal dann als Marketing. Die haben sich dann zu den Drei Kronen genannt, weil die damit ausdrücken wollten, wir sind das erste Haus am Platz. Also das waren die ersten Werbung, wo es gegeben hat. Und unser Auslieger, der draußen immer noch hängt, ist ein Rokoko-Auslieger und der stammt von 1742. Also der ist auch über 270 Jahre alt. Also praktisch, es gab ja keine Kaserne und da waren die Jungs genau. Alle hier so ähnlich. Ganz genau, und so heute ist, auch dies, noch ist diese, wahrscheinlich diese Drei Kronen entstanden und derjenige, wo diesen Artikel geschrieben hat, ich habe den schon mal gelesen, aber leider ist der nicht mehr auffindbar. Na? Vielleicht googeln wir ihn nochmal raus, dann stellen wir ihn auch online. Jetzt kommen wir natürlich hier zum Wichtigsten, zum Bier. Wir haben das immer so ein Logo, Gutes gegenüber der Kirche, die ist ja auch gleich da. Schade, da nicht ein bisschen Segen, ne? Ihr macht alles noch selber, alles in eigener Hand, füllt auch selber ab, so ganz richtige genau. Kleinbrauerei. Wir haben noch unsere Füllerei noch drinnen steht, die noch voll funktionstüchtig ist. Nein, also es ist eine tolle Füllerei, wo ich habe, muss ich echt sagen. Ich habe einen kleinen Füller mit Vorevakuierung und habe eine schöne Waschmaschine, aber was heißt eine schöne, eine praktische Waschmaschine, die wirklich voll funktionstüchtig, einwandfrei ist. Und wir füllen zu zweit 100 Kästen in der Stunde ab. Das ist für mich das Wichtige, weil damit kann man sagen, jawohl, wir sind authentisch und wir machen alles selber. Und das ist für mich eigentlich etwas, wo ich sage, ja, das ist für mich eine Brauerei. Mhm. Mit natürlich regionalen Rohstoffen. Ganz genau, Spalter Hopfen und Bamberger Malz. Ne? Ja, das reicht. Ne? Und das Wasser aus der Wasserleitung. Muss man gar kein Zauberkünstler sein. Nein. Ne? Ist ein Handwerk. Kann man, ne? Jetzt kann man natürlich auch sagen, das sind natürlich auch ausgezeichnete Biere.
Davon haben wir auch hier eins stehen. Du hast jetzt wieder zwei Preise dieses Jahr abgeräumt. Da oben hat er schon darauf hingewiesen, die Wand ist voll. Aber jetzt kommen wir mal zu den aktuellen oder was wir da stehen haben. Jawohl, das ist der Weizenbock. Denn, also ich war einer für die Ersten im Landkreis Bamberg, der die verrückte Idee gehabt hat, einen Weizenbock zu brauen. Ich habe damals, jeder hat mich belächelt. Aber außer mir hat es nur eine Brauerei gegeben, die einen Weizenbock gemacht hat. Und die war genau am anderen Ende vom Landkreis. Und dann habe ich mir gedacht, jawohl, jetzt machen wir einfach sowas. Und den Weizenbock gibt es bei uns eigentlich schon seit über 25 Jahren. Also da, wo noch kein Mensch drauf gedacht hat, einen Weizenbock zu brauen, waren wir schon so weit. Haben mit dem Weizenbock inzwischen beim European Beer Star jetzt die 6. Medaille gewonnen. Für mich ist das halt so eine Geschichte, das spricht halt für sich oder fürs Bier. Na, ich bin da mächtig stolz drauf, dass das einfach so toll ist und so klappt oder bei den Leuten auch so ankommt, dass es wirklich so ein gutes Bier ist. Und da muss ich sagen, das macht schon stolz, wenn man dann so ein Bier selber gemacht hat, beziehungsweise so ein Bier herstellt und es dann so auf die Stufen gestellt wird. Ich meine, bei der jetzigen Preisverleihung waren nur Weinstefan und Vornburger aus Österreich vor uns. Also das sind Großbrauereien, die ganz andere Möglichkeiten haben, ihr Bier zu kontrollieren und herzustellen. Und da muss man sagen, das macht einen dann schon. Ja, das macht einen stolz. Ich denke mal, das war wahrscheinlich so der Höhepunkt meiner Brauerkarriere. Doch, die geht ja noch ein bisschen. Ja, ganz genau. Nein, aber das zwei Medaillen bei European Beer Star, das bedeutet schon was. Jetzt kommen wir natürlich wieder, der Klassiker ist aber das, jetzt nicht, dass ich es wieder falsch ausspreche, ne? Da passiert mir jedes Mal das Schätzerkrone. Das Schätzerkrone, ganz genau. Das ist nur Lagerbier, das ist aber euer. Ja, das ist eigentlich unser Hauptsorten, beziehungsweise der Seller hat jetzt halt unheimlich viel aufgeschlossen, aber das ist das Laucherbier ist halt dieses typische fränkische Landbier, Bernsteinfarben, dementsprechend der Kohlensäure und Kopft, wie halt die typischen fränkischen Landbiere, wie man sie gewöhnt sind. Und hier sagt man natürlich Kronerbier. Kronerbier. Da weiß man, Kronerbier. Einmal passiert. Macht nichts. Hat sich mal so entwickelt. Das ist ne? Der Unterschied zwischen Ober- und Unmittelbier. Wahrscheinlich. Ja. Aber das hat sich so eingebürgert, ganz weiß genau. Jeder, wohin muss hier. Wir sind die Kroner. Wir sind die Kroner und wir haben das Kronerbier. Das ist einfach so. Aber ihr habt natürlich auch noch anders. Weißbier, Rauchbiere ne? Und saisonale auch. Ich habe natürlich mal Zwickel, Kirchweihfest, Bier habt ihr auch. Weihnachtsfest, Märzen, das gibt es immer öfters mal, das hat ganz kein genau, Fest. Genau, das wird das Jahr über noch mitgemacht. Na, ich habe ein Dunkelsbier, das habe ich damals zur 1200-Jahr-Feier Stadt Czeslitz gemacht. Und das wollte ich eigentlich dann gar nicht mehr machen. Und dann haben die Leute einfach nachgefragt. Und dann, jetzt gibt es halt noch ein Dunkels auch noch. Ja, man muss natürlich auch mehr aufpassen, je mehr Sorten, umso mehr Leergut und die ganz Geschichte. Genau, das ist halt auch so ein Problem, aber ich denke mal, mit einer Biersorten kann man halt als Brauerei oder als kleiner Bräuer jetzt halt auch nicht unbedingt dann noch die Leute in den Ofen vorlocken. Hat sondern sich ein bisschen geändert. Ganz genau, ich meine, man muss halt einfach auch ein wenig flexibel sein und ein bisschen. Sind keine verrückten Sorten, das ist ja jetzt alles ich hab, bodenständig. Ja, was heißt verrückt? Ich mache ein Roggenbier, also das habe ich vor, nächstes Jahr wieder zu machen. Das habe ich jetzt 2 Jahre ausgesetzt mit Corona, weil das eigentlich immer meistens in der Wirtschaft getrunken worden ist. Und das ist jetzt zum Beispiel was Ausgefallenes. Oder ich habe auch vorher mit einem Kollegen aus Luxemburg haben wir immer ein IPA gemacht. Ne? Und das haben wir zu kommunalen Sektflaschen abgefüllt. Ne? Also wir sind da schon offen, aber solche Sachen, wie soll ich sagen, Da muss man einfach Zeit investieren. Das ist ein gewisser Mehraufwand und das ist im Moment halt ein wenig problematisch mit der Zeit. Wer hat schon Zeit? Ja, wo gibt es denn euer Bier um den Kirchdorf herum? Ganz genau in Czeslitz und bis Bamberg vorne. Da sind wir in einiger Getränkemärkte drin. In Bamberg haben wir noch 2 Kneipen. Ausverkauf?
Ganz genau. Jawohl. Rampenverkauf. Ganz genau. Haben da auch noch. Und wir sitzen natürlich hier in einer wunderschönen in einer für die urigsten Brauereigaststätte. Eine Brauerei braucht auch irgendwie einen Ausschank dazu. Ja. Das hilft ja alles nichts. Ne? Und groß ist nicht, aber das ist reichlich. Ja, es sind, also sieben Tische, acht. Auch 46 Sitzplätze dahin. Ja, das reicht. Ja, und dann haben wir drüben noch ein Nebenzimmer mit nochmal 50 und im Sommer ist dann draußen der Hof bestuhlt. Das sind auch nochmal 50. Also wenn die voll sitzen, dann hast du gut zu tun. Und ich habe mal gelesen, also wenn du da auch meinen Schwank von früher hier, früher von den Saumärkten, da kannst du den Leuten was erzählen. Das ist schon komisch, also das ist eine Geschichte. Immer wieder taucht die auf. Ja, aber ich finde sie ganz, ganz toll. Das ist in die 50er Jahre, aus den 50er Jahren und da war die Wirtschaft noch nicht umgebaut. Und das hat mir mein Vater immer erzählt. Da war jeden ersten und dritten Dienstag im Monat war Säumarkt und da sind die Bauern und die Säuhändler danach heimwärts ausgegangen und dann ist auch viel getrunken worden und dann haben die den glorreichen Einfall gehabt, so besoffen wie sie waren, den Schweizer Zuchtbullen durch die Wirtschaft zu führen. Durch die Wirtschaft? Da die Treppen rauf, dann hat er in der Wirtschaft zwei Runden gedreht und dann durch die Küchen wieder raus. Also wenn man das überlegt, dahinter waren lauter gröhlender Besoffener gesessen, ne, wenn der Bullen dann losgelegt hat, ne, also der hat wahrscheinlich dahinter alles glitzerklar gemacht. Und der Oberhammer dann halt, den dann auch noch durch die Küchen auszuführen. Also heutzutage wird es eingesperrt werden. Und das aber ich finde es eine tolle Geschichte. Und nach zwei Bier fällt einem das nicht ein. Also das war Nein. Das war schon ein bisschen fortgeschritten. Also ganz genau. Da muss dann der Groß schon voll sein. Aber mein Vater hat es gesagt, die haben halt alle gegrillt. Und ich meine, wenn dann der Bullen dahinter steht und alles grillt, also dass der dann noch ruhig geblieben ist, das ist für mich sowieso so verwunderlich. Aber ich finde, es ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Und es sind solche Geschichten, die wo früher bei uns im Wirtshaus einfach oft passiert sind, weil die Leute in ein Wirtshaus gegangen sind und sich dort getroffen haben und einfach ihr Freude gehabt haben. Es gibt nichts Schönes, wenn ich im Wirtshaus sitze und ein Stammtischgespräch habe. Also, und da muss ich sagen, das war einfach früher einfach viel, viel häufiger der Fall. Heute muss alles ein Event sein, aber Wir trinken jetzt mal Zuschauer, weil ich habe nämlich einen trockenen Mund. Und ich merke schon, wir können noch stundenlang weitermachen, aber wir sind jetzt dann natürlich schon beim Ende. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, dass ich kommen durfte. Vielleicht sehen wir uns nochmal, weil ich glaube, du hast noch einige Geschichten für uns auf Lager. Wir haben auch noch viele gute Biere, wo wir ausprobieren können. Also, danke dir, danke euch fürs Zuschauen und bleibt gesund. Ciao.